Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich jetzt zum Medienänderungsstaatsvertrag und den neuesten verpassten Chance zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks komme, vorab noch ein kleiner Faktencheck für die FDP, Herr Witzel. Ich könnte es ja durchaus sympathisch finden, dass die FDP neuerdings unsere Positionen und Anträge in der Medienpolitik teilt. Aber wir wissen natürlich beide, dass man das nicht so ganz ernst nehmen kann. Und dann ändern auch 20-minütige Monologe im Medienausschuss nichts und auch keine Entschließungsanträge. Die Leute wissen, dass sie sich nicht auf sie verlassen können. Dutzende Gelegenheiten haben sie in den letzten 5 Jahren hier untätig verstreichen lassen, irgendwas auch nur eine klitzekleine Kleinigkeit an WDR und Co. zu reformieren. Sie haben gar nichts gemacht, keinen Finger haben sie krumm gemacht. Und solange sie hier regiert haben. Und jetzt in der Opposition tun sie so, als seien sie gegen den Staatsvertrag, den sie im letzten Jahr übrigens selber noch mit auf den Weg gebracht haben. Die Ministerpräsidenten haben ihn am 2. Juni 2022 verabschiedet. Ja, glauben Sie, dass Schwarz-Grün den in einem Tag umgeschrieben hat, nachdem sie mitregiert haben? Das glauben Sie doch selber nicht, Herr Witzel. Also das ist abwegig. Schlimmer noch, in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, wo die FDP immer noch regiert, stimmt sie diesem Staatsvertrag natürlich auch wieder zu, wie sie es auch hier gemacht hätten, wenn sie noch auf der Ministerbank sitzen würden. Also das ist doch Augenwischerei. Das Einzige, was die FDP offenbar einfällt, um politisch den Kopf noch irgendwie über Wasser zu halten, ist also dreiste Wählertäuschung, meine Damen und Herren. Und jede Umfrage verrät, dass das zum Glück immer schlechter funktioniert. Aber jetzt zum Staatsvertrag. Neuerdings reden ja alle von den Reformen des öffentlichen Rundfunks, sogar die CDU. Aber hier wurde wieder mal eine Chance verpasst. Statt den teuersten Rundfunk der Welt auf seine Kernbereiche zu beschränken, stehen die Zeichen hier wieder mal auf Expansion, zum Beispiel im Unterhaltungsbereich, zum Beispiel im Bereich der presseähnlichen Erzeugnisse. Die Folge wird aber gerade nicht die Reduktion der Rundfunkgebühren sein, die sich übrigens rund 3/4 der Menschen in Deutschland mindestens wünschen, sondern ein weiterer Anstieg. Aber nicht nur das, Ihre vermeintliche Demokratieabgabe und der vermeintlich staatsferne Staatsfunk gefährden das, was für eine funktionierende Demokratie gerade unerlässlich ist, die Vielfalt der Medienanbieter. Die Vertreter der nichtstaatlichen Medien und Pressehäuser haben uns das in der Anhörung auch sehr umfassend und einhellig geschildert. Der gebührenzwangsfinanzierte Rundfunk gefährdet ihre Existenzgrundlage und dringt immer weiter in ihre ureigensten Geschäftsbereiche vor. Sie, also die Leser, Zuschauer, Zuhörer und natürlich auch Werbekunden immer wieder aufs Neue gewinnen müssen, sehen sich chancenlos einem milliardenschweren Apparat gegenüber, dem die Politik entweder aus Feigheit oder aus Eigennutz, das können Sie sich jetzt aussuchen, keine Grenzen setzt. Ihre Politik, meine Damen und Herren, sichert nicht die Vielfalt der Medienlandschaft. Im Gegenteil, sie fördert eine Monokultur, einen Einheitsbrei, von dem sich die Menschen zum Glück immer mehr abwenden. Und Vielfalt, Frau Stullig, ist eben gerade nicht die Wahl zwischen ARD und ZDF, sondern eben auch die Wahl zwischen vielen privaten Anbietern. Und weil Sie wissen, dass der Widerstand gegen den zwangsfinanzierten Rundfunk im Land immer größer wird, gaukeln Sie jetzt ein bisschen Reformwillen vor. Das macht ja sogar Tom Buro, der ausgerechnet der Spitzenverdiener unter den Intendanten, fördert plötzlich Reform. Doch wenn man sich das mal genauer anschaut, wie Sie das angehen, dann merkt man schnell, dass Sie das auch nicht so wirklich ernst meinen. Der Zukunftsrat, der nach Ihrem Willen jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren soll, strahlt ähnlich wie die Zukunftskoalition vieles aus, aber ganz sicher keine Zukunft. Stattdessen haben Sie überwiegend ehemalige Staatsfunkapparatschicks hineinberufen und kritische Geister vorsichtshalber gleich draußen gelassen. Am Ende ist das, als stimmen 3 Wölfe und 2 Schafe über das Frühstück ab, vorhersehbar. Ich bin also guter Dinge, dass mir als kritischer Medienpolitiker im Mediensumpf NRW die Themen so schnell nicht ausgehen werden, schon gar nicht mit diesem Staatsvertrag, den die AfD-Fraktion selbstverständlich ablehnen darf. Und schließlich noch ein Zitat für Frau Stullig und Frau von Mahrenholz, die ja auch gerade wieder sich eher schamlos beim Staatsfunk angebiedert haben. Es ist vom britischen Publizisten und Gründervater des NWDR, Hugh Green,
Zitat: Nennen Sie mir ein Land, in dem sich Journalisten und Politiker vertragen, und ich sage Ihnen, das ist keine Demokratie. In diesem Sinne, vielen Dank.